Nur heiraten ist, wenn überhaupt, schöner. Diesen Eindruck hatte man bekommen, wenn man die 778 frisch gebackenen Absolventinnen und Absolventen im Zuge der Sommersponsionen 2015 beobachtete. Eine Woche lang gab es in 9 Festakten die begehrten Diplome. Diesen Anlass ließen sich auch die Damen und Herren der hohen Politik nicht nehmen, um zu gratulieren. Sehr freut, sondern bei diesem Tag sind auch sehr viele mitgekommen, die sich mit Ihnen freuen, die vielleicht daran. Neben Landeshauptmann Stellvertreter Magister Wolfgang Sobotka, dem zweiten Landtagspräsidenten Magister Johann Heuras, die Landtagsabgeordneten Angela Fichtinger, Martina Diesner-Weiß und Ingenieur Magister Werner Kreuß sowie der Landtagsabgeordnete Josef Edlinger überbrachten die besten Grüße und Wünsche des Herrn Landeshauptmannes von Niederösterreich. Die Moderationen der Festakte wurden von Absolventinnen und Absolventen bravourös erledigt. Die Überreichung der Diplome wurden von der Rektorin der AMC Fachhochschule Krems, Professor Magister Eva Werner, Geschäftsführerin Magister Ulrike Brommer, Geschäftsführer Professor Dr. Karl Enzfellner, gemeinsam mit den jeweiligen Studiengangsleiterinnen und Studiengangsleitern vorgenommen. Ein besonderer Höhepunkt war immer die persönliche Vorstellung und Präsentation der Absolventinnen und Absolventen, die sich gegenseitig natürlich auch noch alles Gute für den weiteren Berufsweg wünschten. Musikalisch wurden die Festakte von Vertreterinnen und Vertretern des Studienganges Musiktherapie begleitet. Neuerung hat es natürlich auch gegeben, denn wir vom Internet-TV-Sender Wissen.TV haben alle Festakte live in die ganze Welt übertragen. Da die Absolventinnen und Absolventen der AMC Fachhochschule Krems sehr international vertreten waren, hatten somit auch die daheimgebliebenen Freunde, Bekannte und Verwandte die Möglichkeit, am Festakt teilzunehmen. Nach den überaus festlich gestalteten Diplomfeiern hatten die Absolventinnen und Absolventen noch die Gelegenheit, Fotos zu machen und bei einem Glas Sekt, welches von der Firma Karriere.at gesponsert worden ist, sich zu verabschieden und neue Freundschaften zu pflegen.